Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin zu klein hier für solche Folien. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir gleich ein Bild auftauchen, in der wir die Stadt von morgen gleich schon mal sehen. Weil meine These ist nämlich, dass die Stadt von morgen und die Stadt der Solidarität, der Gleichen und der Freien, wie du es gerade gesagt hast, dass die eigentlich schon da ist und dass die aber unter Druck gerät und dass wir sie verteidigen müssen. Und wenn ein großer Jugendverband in Berlin sich so engagiert daran beteiligen will, wie es jetzt hier in den Vorworten klang, dann ist das sicher für die ganze Stadt auch so einen großen Vorteil. Wenn wir über Berlin sprechen, dann müssen wir uns eigentlich fragen, von welcher Stadt sprechen wir eigentlich. Du hast eben schon ein paar Konflikte genannt. Sprechen wir von der Innenstadt oder von der Außenstadt? Sprechen wir sozusagen von der Stadt derer, die schon da sind? Oder sprechen wir von der Stadt, von die kommen will? Der Merian, so ein weltweites Werbeblatt für die Tourismusbranche, hat letztens geschrieben, Berlin belongs to the whole world. Berlin gehört der ganzen Welt. Das bekommen die Anwohner in Kreuzberg zu spüren, wenn Touristenströme durch ihre Straßen ziehen, das bekommen zum Teil die Start-up-Szene zu spüren, wenn sie abhängen von internationalem Geld, das bekommen wir wahrscheinlich in vielen internationalen Kongressen inzwischen zu spüren, wenn Berlin als Musterbeispiel für eine verfehlte oder für eine besonders gute Stadtpolitik erhalten soll. Aber ich glaube, dass wir mit dieser internationalen Perspektive eigentlich nicht wirklich begreifen, was Berlin ist. Ich habe hier mal aus den letzten Jahren so ein paar Zitate zusammengesammelt, die im stadtsoziologischen Kontext zu Berlin beschrieben wurden. Also da wird Berlin zur kulturellen Metropole Europas oder der Welt beschrieben. Sie wird als virtuelle globale Stadt beschrieben. Sie wird als European City, also als sozusagen große europäische Stadt beschrieben. Und man kann es auch wieder dahin machen und Berlin einfach als Epizenter auf cool beschreiben. Und alle wissen, dass das sozusagen Zuschreibungen sind, für die wir in all diesen Beschreibungen, in den Medienberichten, in dem Hype, den es um Berlin gibt, sozusagen immer auch eine Substanz finden. Also sozusagen, das sind keine gelogenen und herbeigeschriebenen Artikel. Aber wir wissen auch, dass Berlin ganz andere Seiten hat. Dass Berlin immer noch Tagesspiegel 2013 die Hartz-IV-Hauptstadt in Deutschland ist. Das Mieterecho sagt, Berlin ist eine Mieterstadt, das sind Realitäten, die den meisten, die hier leben, oder vielen, die hier leben, viel, viel näher sind. Über welche Stadt reden wir? Reden wir über die Stadt der gescheiterten Großprojekte? Reden wir über die Dauerbaustelle Berlin? Reden wir über die Stadt der Ideen, wie wir sie gerne haben wollen? Ich benutze hier auch zu sagen Werbematerialien der Webseite von Herrn Müller. Wie man sieht, nee, das mache ich immer wieder gerne. Oder reden wir von der Stadt, die die meisten Hausprojekte und ehemals besetzten Häuser in Berlin hat. Also Berlin hat sehr viele Seiten. Reden wir von ermüdenden Tourismuskampagnen, die es in der Stadt gibt, oder reden wir von der größten türkischen Community außerhalb der Türkei, oder reden wir von der Stadt des Protestes, was im Beispiel Kotti und Co., die heute auch eingeladen sind, sozusagen auch zusammenkommt. Das heißt, Berlin ist unglaublich fragmentiert und man könnte sagen, ach, arm, aber sexy soll Berlin auch sein, auch wenn es so ein bisschen aus der Mode gekommen ist in den politischen Stellungnahmen. Die Fashion-Industrie hat den Slogan aufgegriffen, es gibt T-Shirts und lustige Taschen, die man damit tragen kann. Letztendlich wirkt Berlin wie ein Puzzle, was nicht richtig aufgeht, was keinen Rahmen hat. Das ist eine Geschichte, die zumindest in der Stadtforschung und in der Stadtgeschichte relativ neu ist. Also sozusagen lange Zeit, also bis 1989 galt Berlin ganz klar als die geteilte Stadt. Ja, das war so ein großes Narrativ und ganz viele Konflikte in der Stadt konnten daran gemessen werden. Ab den 90er Jahren war es die Stadt der Wiedervereinigung und es war die neue Hauptstadt. Und ganz viele Geschichten, die in Berlin geschehen sind, ganz viele soziale Konflikte, die geografische Restrukturierung, die Stadt durchgemacht hat, hatten so ein gemeinsames Narrativ. Wie ich eben versucht habe zu zeigen, funktioniert das heute nicht mehr, sondern Berlin ist extrem vielfältig, jeder hat sein eigenes Berlin und das macht es natürlich kompliziert, darum sozusagen den richtigen Weg in diese solidarische Stadt zu finden, die ihr auch sucht. Also von daher glaube ich, dass wir stärker noch ein bisschen in die Geschichte gehen müssen, dass wir überlegen müssen, was ist eigentlich der ökonomische, historische Kontext von den Problemen, mit denen wir uns heute herumschlagen. Ich würde sagen, jede Stadt ist das Resultat ihrer Geschichte. Bei Jesus wird auch Marx gelesen, der kämpft es dann mit den Klassenkämpfen und so ähnlich ist auch die Stadt immer ein Produkt von den stadtpolitischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Und man sollte sich, glaube ich, an die erinnern und gerade wenn wir um die Lösung der Wohnungsfrage oder anderer sozialer Probleme
diskutieren, dann ist es immer reizvoll, auch in andere Länder zu schauen, dann ist es reizvoll zu sehen, wie wird in anderen Städten mit bestimmten Problemen umgegangen. Aber ich glaube, dass es genauso reizvoll sein kann, zu schauen, wie haben wir eigentlich in der Geschichte Berlins sozusagen große Krisen bewältigt. Und Berlin war oft die Stadt, die sozusagen Nachzügler von Entwicklung war. Ja, also letztes Jahr wurde 150 Jahre Ruprechtplan gefeiert unter den Stadtplanern, wenn das noch zum Feiern war. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass eine Stadt durchaus einen Vorteil daraus ziehen kann, dass Entwicklung später als woanders eintreffen. Entwicklung in anderen Städten sozusagen in all ihren Problematiken und Problemen schon gesehen werden können und dass man aus diesen Erfahrungen was schöpfen kann und ein ganz eigenes Modell entwickelt. Die behutsame Stadterneuerung ist ein so ein Moment. Ja. In den 80er Jahren sind weltweit die Leute nach Berlin gekommen, um sich hier ein innovatives, neues Politikmodell anzuschauen. Ja. Heute kommt man in Berlin in Clubs zu besuchen. Da kann man sagen, das ist schade. Also es wäre schön, wenn die Stadt Berlin wieder die Stadt wird, die beispielhaft die Transformation in eine solidarische, soziale Stadt bewerkstelligt. Wenn wir in diese Geschichte gucken, dann will ich vier Punkte kurz anreißen, die wir gerne vergessen oder die in diesem Hype um Berlin sozusagen häufig ein bisschen in den Hintergrund treten. Berlin lebt mit dem Erbe der geteilten und wiedervereinigten Stadt. Also ganz viele von den aktuellen Konflikten, sei es die geografische Struktur, sei es Aspekte der Wohnungsversorgung, sei es der niederliegende Industriestruktur der Stadt, hat natürlich viel mit diesem Ballast zu tun, dass in der geteilten Stadt sozusagen eine verlängerte Werkbankindustrie sich halten konnte, die es woanders nicht gab, hat viel damit zu tun, dass im Vereinigungs- und Anschlussprozess große Teile der Industrie und Ökonomie zerschlagen worden sind oder kaputt gegangen sind. Und das führt uns dazu, dass wir immer auch vor Augen haben müssen, dass Berlin eine Armutsmetropole ist. Also das ist sozusagen im weltweiten Vergleich sozusagen nicht haltbar, wenn man von absoluten Armutsbegriffen spricht, aber als Anmerkung sei hier erlaubt, das DEW macht immer diese schönen Statistiken und zeigt uns, dass Berlin die einzige Hauptstadt in Europa ist, wo das Bruttosozialprodukt pro Kopf, Bruttowertschöpfung pro Kopf geringer ist als im nationalen Durchschnitt. Ja? Also in allen anderen Ländern Europas konzentriert sich Wirtschaftskraft, konzentriert sich ökonomische Entwicklung in der Metropole, in den großen Städten. Das ist überall so, außer in Berlin. Und das ist eine Situation, die wir sozusagen bei aller Freude über 25 Millionen Touristen oder Übernachtungen, die in die Stadt kommen und neue Start-ups nie aus dem Auge verlieren dürfen. Und was, glaube ich, wichtig ist, auch wenn wir über Wohnungsversorgung sprechen, denn eine arme Stadt bedeutet, es gibt viele arme Menschen und die haben ganz besondere Wohnungsbedarfe. Berlin ist nicht immer nur Nachzügler, wie ich gesagt habe. Berlin kann auch Vorreiter sein. Wenn international auch in den Städten inzwischen über die Folgen der Finanzkrise gelächelt wird, dann kann man als Berliner eigentlich relativ müde lächeln und kann sagen, wir haben 15 Jahre Erfahrung mit Austeritätspolitik und mit Finanzkrisen. Ihr wisst alle, dass Ende der 90er Jahre mit dem Auffliegen des Berliner Bankenskandals im Prinzip offenbar geworden ist, dass Berlin eine Stadt ist, die hochverschuldet ist und die deshalb auch politische Instrumente entwickelt hat, den Haushalt zu konsolidieren. Und das ist was, was andere Städte in Berlin sozusagen lernen können oder sehen können, wie schmerzhaft das ist, wenn eine Politik sich sozusagen vorrangig und als große Priorität um Haushaltsfragen kümmert. Da bleiben nämlich andere Entwicklungsmomente regelmäßig auf der Strecke. Und siehe Armutsmetropole Berlin, da bleiben vor allen Dingen die auf der Strecke, die weniger ökonomische Ressourcen haben. Und ebenso wichtig, glaube ich, für das Verstehen von Berlin ist das verlorene Erbe der behutsamen Stadterneuerung oder im weiteren Sinne der sozialen Wohnungspolitik, die es bis Ende der 80er Jahre gab, wurde dann noch versucht, Anfang der 90er Jahre diese Modelle der behutsamen Erneuerung nach Ostberlin zu übertragen, aber unter so stark veränderten Verhältnissen, dass die sozialen Effekte nicht gelungen sind. Wem dieses Schlagwort der behutsamen Stadterneuerung nichts mehr sagt, da wohnen sich sozusagen all diese hunderte Broschüren und Bücher, die darüber veröffentlicht wurden, über die Stadterneuerung in Kreuzberg. Ihr kennt ja vielleicht aus den Geschichtsbüchern, bis in die 60er, 70er Jahre war es gang und gäbe, nicht nur in Berlin, dass Stadterneuerung hieß, wir reißen die alte Stadt ab und bauen etwas neu. Das hat vor allen Dingen die Arbeitersiedlung und die Altbau-Gründerzeitquartiere betroffen. In Berlin gab es einen sehr, sehr großen Protest. Die erste große Hausbesetzerwelle 80, 81 ist als Protest
auf diese Flächensanierungs-Ratschlagssanierungspolitik entstanden und hat es geschafft, unter anderen oder vielen anderen politischen Rahmenbedingungen tatsächlich das gesamte System der Stadterneuerung umzukehren und auf eine behutsame Erneuerung zu lenken. Und Behutsamkeit hieß erstens, dass wir die Häuser stehen gelassen haben, hieß zweitens, dass das Ziel war, dass die Bewohner trotz der Sanierung in den Häusern wohnen bleiben können, und Behutsamkeit war aber auch eine Idee, dass man hierarchisch organisierte, top-down organisierte Planungsprozesse behutsam gestaltet und sagt, Behutsamkeit bedeutet, dass diejenigen, die in den Städten wohnen, das größte Wort mitzusprechen haben darüber, was in ihren Straßen, in ihren Blöcken, in ihren Stadtteilen passiert. Und das ist sozusagen ein Ideal, was lange Zeit mit Berlin verbunden wurde und was wir im Moment verschwinden sehen. Ich habe hier eine Zahl, ihr müsst das nicht auswendig lernen und sollte vor allen Dingen auf die große rote Zahl unten gucken. Wenn wir die aktuellen politischen Debatten uns anschauen, dann ist immer wieder davon die Rede, dass Berlin viele neue Wohnungen braucht. Das kann sein, da gibt es noch gute Studien, die das versuchen zu belegen, also dass mit den steigenden Haushaltszahlen tatsächlich der Bedarf an Wohnungen steigt und dass die Leerstandsressourcen aufgebraucht sind. Aber das ist allen klar, wenn wir von der Armutsmetropole Berlin sprechen, Berlin braucht nicht nur einfach Wohnung, sondern Berlin braucht preiswerte Wohnung. Und ich habe hier mal versucht, die armutsgefährdeten Haushalte, das sind all diejenigen Haushalte, die ein Einkommen unterhalb von 60% des Berliner Durchschnittseinkommens haben, zu summieren. Und das sind eine ganze Menge, das sind über 250.000, die hier als armutsgefährdet gelten müssen. Und alle können sich vorstellen, dass man mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen, selbst mit durchschnittlichen Mietpreisen, eigentlich überfordert ist. Ja, also die wohnungspolitische Herausforderung besteht darin, diejenigen, die weniger Geld haben, mit Wohnungen zu versorgen, die weniger kosten. Das hat der Neubau nicht zu bieten und dramatisch ist, dass das der Bestand auch nicht mehr zu bieten hat. Ich habe hier für diese Berechnung alle Mietspiegeldaten ausgewertet, kann man schauen, gar nicht bei den Neuvermietungsmieten oder bei den neu gebauten Wohnungen, sondern bei den Wohnungen, die im Mietspiegel dargelegt sind, wie viele von denen sind denn eigentlich leistbar für die Haushalte, die die Wohnung brauchen. Und man kommt hier auf ein Defizit von leistbaren Wohnungen von fast 120.000. Ja, und das ist in etwa die Zahl, die eigentlich aufgerufen wird, dass wir die als neue Wohnung brauchen. Wir wissen alle, wir werden nicht 120.000 Wohnungen unterhalb des Mietspiegeldurchschnitts bauen können. Und das wird uns dazu bringen, dass wir das Augenmerk auf den Bestand legen müssen. Eine zweite Entwicklung, die wir in Berlin viel diskutieren, ist mit dem Schlagwort der Gentrification verbunden. Das ist inzwischen so ein Modebegriff geworden, mit dem sozusagen Entwicklungen in ganz vielen Stadtteilen beschrieben werden. Das reicht von tatsächlichen Verdrängungsprozessen bis hin, dass Gentrification gerne auch mal als Schlagwort benutzt wird, wenn die erste Galerie oder das erste Programmkino eröffnet wird. Aber tatsächlich haben wir eine deutlich veränderte Situation in der Stadt, wenn Gentrification-Prozesse, so wie wir sie in der Wissenschaft begreifen oder auch messen, als ein wohnungswirtschaftlicher Aufwertungsprozess, der mit Verdrängungsprozessen verbunden ist, dann war das ein Phänomen, was wir Anfang und Mitte und Ende der 90er Jahre immer an einzelnen Punkten diskutiert haben. Es gab Gentrification rund um den Hackeschen Markt, es war nur kurze Zeit umstritten, es gab Gentrification in Prenzlauer Berg oder in Teilen von Friedrichshain. Das hieß, für die, die davon betroffen waren, also die sich die Wohnung nach den Modernisierungen, nach der Mietsteigerung nicht leisten konnten, dass die jede Menge individuelle Kompensationsmöglichkeiten hatten. Man ist einfach einen Block oder einen Straßenzug weitergezogen, man ist vielleicht in Prenzlauer Berg auf die andere Seite des S-Bahn-Rings gezogen und war immer noch in der Nähe von den Wohnungen, von den Freunden, von den Einrichtungen, in die man gerne geht. Man hat seine Nachbarschaft nicht aufgeben müssen. Wenn wir uns die Entwicklung von diesen Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen anschauen, dann sehen wir, dass das im Zeitverlauf immer größere Teile der Stadt betroffen hat und sich wie so ein Zirkel quasi durch die Stadt im Uhrzeigersinn entwickelt hat. Die Grafik ist hier schon ein bisschen älter, man müsste diesen Pfeil sozusagen deutlich weiter zeichnen und man würde darauf kommen, dass die Aufwertungstendenzen große Teile der Innenstadt betreffen. Das heißt, dass wenn große Teile, also wenn Gentrification nicht mehr ein punktuelles Phänomen in einzelnen Vierteln, sondern ein Phänomen ist, was im Prinzip den gesamten Innenstadtbereich erfasst, dann bedeutet das, dass der alte Modus, ich löse meine Wohnungsfrage selber, indem ich einfach in die WG zwei Straßen weiterziehe, indem ich in ein
noch unsaniertes Haus im nächsten Viertel ziehe. Das klappt für diejenigen, die heute von Mietsteigerungen und Verdrängung betroffen sind, nicht mehr. Ja, und das ist eines der Geheimnisse für dieses Erstarken von mietenpolitischen Protestbewegungen in Berlin. Wir haben die stärksten mietenpolitischen Proteste seit Anfang der 90er Jahre, also zurzeit sind fast 75 Hausgemeinschaften organisiert, die gar nicht als politische Akteure im politischen Prozess auftauchen, sondern die sich kollektiv mit ihren Hausverwaltungen, Eigentümern, teilweise mit den Bezirksverwaltungen herumschlagen, um das Bleiben in ihren Wohnungen zu sichern. Und das ist sozusagen eine Situation, die sich deutlich unterscheidet von den letzten 20 Jahren, die wir in Berlin hatten. Ich habe hier noch eine Karte mitgebracht, die Herr Müller auch kennt, also die wahrscheinlich alle kennen, da wird es demnächst die Aktualisierung geben, die wird nicht deutlich anders aussehen. Das ist die Karte, die uns zeigt, wie Bedarfsgemeinschaften, also diejenigen, die sozusagen SGB II bekommen, also auf Sozialhilfe angewiesen sind, wie die in der Stadt verteilt sind. Und hier haben wir sozusagen ein Muster, was sich über viele Jahre in Berlin durchgesetzt hat, also je dunkler die Farbtönungen sind, also desto höher ist der Anteil von Hartz IV Bedarfsgemeinschaften. Und wir sehen, das konzentriert sich vor allen Dingen in dem Bereich Kreuzberg, Neukölln, Wedding, Tiergarten. Und dann haben wir sozusagen große dunkle Flecken, jeweils noch in den West- und Ostberliner Stadtrandgebieten. Das sind in der Regel Großsiedlungen. Ja? Soweit ist das bekannt. Das ist eine Struktur, die sich aber deutlich von fast allen anderen Metropolen in Europa unterscheidet. Ja? Wenn wir an Paris denken, da ist es sozusagen sehr idealtypisch schon vollzogen. Da wohnt die Armut am Rand und da würden sich die meisten von uns sozusagen nicht mal ein kleines Zimmerchen in der Innenstadt leisten können. Ja, und das ist eine Stadtentwicklung, die man sozusagen sich ungern als Vorbild nehmen sollte, so schön Paris auch sein mag. Ich habe diese Karte mal verschnitten mit den Wohnungsmarktdaten, die uns zur Verfügung stehen, und habe hier zwei Gebiete eingekreist, in denen die Mietsteigerungsdynamik am höchsten ist. Und wir stellen erschreckend fest, das sind genau die Gebiete, in denen die meisten Armen wohnen. Und es sind Gebiete, in denen nicht nur die Mietsteigerungen am höchsten sind, es sind auch Gebiete, in denen die Lücke zwischen den Bestandsmieten und den Neuvermietungsmieten am höchsten ist. Also in Kreuzberg im Durchschnitt, in den Einzelfällen ist das häufig deutlich höher, haben wir inzwischen eine Lücke von fast 3,50 Euro zwischen dem, was Altmieter bezahlen und dem, was man ohne jede Sanierung für eine neu vermietete Wohnung in Kreuzberg bekommt. Ja? Und wenn man in die dann wirklich attraktiven Straßenzüge gibt, die geht, dann ist dieser Abstand noch deutlich größer. Und das macht einen unglaublichen Verdrängungsdruck aus. Das ist sozusagen für jeden Eigentümer nachvollziehbar. Ich kann im Prinzip, ohne dass ich Geld investiere, meinen Mietbetrag um 80% steigern. Also da wird man leicht schwach. Ja? Also ab 300% Profit soll ja das Kapital über Leichen gehen, so schlimm sind wir es hier noch nicht. Also es ist wie der Marx jetzt. Das ist ein Problem. Ich habe versucht, mal anhand der Wohnungsmarktdaten herauszufinden, wo steigen denn die Mieten eigentlich nicht. Da gibt es leider gar kein Gebiet. Dann habe ich geguckt, wo steigen denn die Mieten ganz deutlich unter den durchschnittlichen Steigerungstrends. Also wo gibt es die meisten preiswerten Wohnungen, wo ist der höchste Anteil von angemessenen Wohnungen, wenn man diese Bemessungsgrenzen der Jobcenter als Angemessenheit definiert. Und das sind 6 Gebiete in der Stadt, wo es das gibt. Und wir sehen auch da, das sind die Gebiete, in denen auch jetzt schon viele Arme wohnen. Und es sind aber fast alles Gebiete am Stadtrand. Und jeder kann es im Prinzip ausrechnen, wenn Wohnungsmarktdynamik und die Rahmenbedingungen über die Bemessungsgrenzen so beibehalten werden, wie sie in den letzten Jahren waren oder wie der Trend die Richtung angibt, dann werden wir einen großen Entmischungsprozess in der Stadt erleben, dann werden wir auf einen sozialen Polarisierungsprozess zusteuern, der sozusagen auch wesentliche Fragen des sozialen Zusammenhalts in der Stadt in Frage stellen wird. Wir haben also verschiedene Berliner Wohnungsfragen, wir haben eine Wohnungsnot in dem Sinne, dass es ein massives Defizit an leistbaren Wohnungen gibt, wir haben eine Gentrification, die vom Einzelfall zum Mainstream geworden ist, wir haben eine drohende Polarisierung, vor allen Dingen durch die Auflösung der unteren Preissegmente, und wir erleben zumindest in großen Innenstadtbereichen eine Ausgrenzung von Armen aus dem Wohnungsangebot. Immer bei der Wohnungssuche, wenn man die nimmt, ich habe für das letzte Jahr mal die ImmoScout-Angebote mir angeschaut für Prenzlauer Berg, da gibt es tausende Wohnungen, davon waren 11
11 von 30, 10.000 Wohnungen ungefähr, waren angemessen. Das heißt, da hätten Familien die, oder Haushalte oder Einzelstehende, die auf Hartz IV angewiesen sind und sich diese Bemessungsgrenzen, an die Bemessungsgrenzen halten müssen, hätten da überhaupt eine Chance gehabt. Ja, und wahrscheinlich wären sie mit einer großen Schlange von Studierenden, die auch preisgünstige Wohnungen suchen, in Konkurrenz geraten. Und das heißt, wir laufen auf eine Situation zu, wo wir regelrecht Hartz-IV-freie Zonen in der Stadt haben. Ja, und das ist eine Entwicklung, der man entgegensteuern muss. Verdrängung ist ein zentrales Problem der Wohnungsversorgung in der Stadt. Nicht das einzige, aber das, mit dem sich vor allen Dingen viele Hausgemeinschaften und vor allen Dingen viele mit geringem Einkommen herumschlagen müssen. Warum ist das so? Ich mache hier noch einen ganz kleinen Einschub, Ökonomie des Wohnungsmarktes. Der Gebäudewert eines Hauses, der sinkt ja mit der Zeit. Also das Haus ist dann nicht mehr ganz aktuell. Wenn man kein Geld hineinsteckt, dann ist die Substanz irgendwann ein bisschen rot. Und alle, die viel Geld haben, sagen, nach in so einem alten Haus will ich eigentlich gar nicht wohnen, wenn es doch schon viel modernere gibt. Das hat für den Grundeigentümer oder für die Eigentümer und Hausverwaltung dieses Hausverwalten sozusagen eine unmittelbare ökonomische Auswirkung. Wenn der Gebäudewert sinkt, dann sinkt letztendlich sozusagen auch mein Mietertrag. Und ich muss mir eigentlich was einfallen lassen, um das Haus wieder wirtschaftlich zu machen. Und dieses Einfallen lassen ist die sogenannte potenzielle Grundrente. Das ist das, was ich sozusagen nehmen kann. Ja, das muss sich jeder Investor oder jeder Hauseigentümer muss überlegen. Wenn ich jetzt die Wohnung saniere, dann bringt mir das was, wie viel muss ich reinstecken, mit wie viel höherer Miete kann ich rechnen. Und das hat die vor allen Dingen für die ärmere Bevölkerung fatale Konsequenz, dass das Investieren in Bestandswohnungen dort am attraktivsten ist, wo die Ertragslücke am größten ist. Wenn ich in Charlottenburg schon 8 Euro Miete verlangen kann oder auch gezahlt bekomme und mit einer aufwendigen Sanierung auf 10 Euro hochgehen kann, dann sozusagen werde ich mir das sparen. Also das lohnt sich kaum. Ja, wenn ich aber in Kreuzberg oder Neukölln von einem Ausgangsniveau von 4 Euro auf 9 Euro hochgehen kann, dann ist das eine Spanne, die sehr, sehr attraktiv macht, irgendetwas in diesem Bestand zu machen. Ja, und das heißt, diese Ertragslückenlogik, ja, so funktioniert Markt, die führt regelmäßig dazu, dass der Investitionsdruck und damit der Verdrängungsdruck in den Gebieten, in denen die Ärmsten wohnen, in denen es die schlechtesten Gebäudesubstanzen gibt, am höchsten ist. So, was kann man da machen? Also wir reden ja auch über Politik. Die Stadtpolitik hat grundsätzlich 3 große Instrumente, mit denen sie alles Mögliche machen kann, aber auch Wohnungspolitik betreiben könnte. Die Politik sollte Recht haben, also nicht in dem Sinne, dass sie die Wahrheit gefunden haben, aber die Politik kann Rechtsinstrumente einsetzen, kann Gesetze, Verordnungen, Auflagen, Gebote erlegen, um Einfluss auf den Wohnungsmarkt zu nehmen. Die Stadt kann Geld in die Hand nehmen mit Förderprogrammen oder Investitionsanreizen, kann mit ihrem Eigentum Verfügung über Grundstücke oder Wohnungsbestände von Wohnungsbaugesellschaften versuchen zu steuern. Berlin entdeckt diese Instrumente gerade wieder, also wir diskutieren über Förderprogramme, wir haben das Bündnis mit den Wohnungsbaugesellschaften, es gibt eine Reihe von neuen Verordnungen, die in der Diskussion sind oder auch schon beschlossen wurden und die haben potenziell die Möglichkeit, im Prinzip diese potenzielle Grundrente einzulegen. Ich kann mit einer Mietobergrenze oder mit besonderen Auflagen im Prinzip Eigentümer daran verhindern, diese sehr hohen Beträge zu nehmen. Und das hat aber zur Folge, und das ist in der öffentlichen Debatte sozusagen ein großes Problem, dass man dann häufig als Investitionsbremser ja, in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Alle kennen das, die in der Zeitung über die Mietpreisbremse diskutiert haben. Die Eigentümerverbände sind völlig schockiert und sobald eine halbwegs vernünftige mietenfreundliche Position sich durchzusetzen scheint, dann wird vom Investitionsstreik gesprochen, dann ist es unmöglich, dass irgendwer überhaupt noch in den Wohnungsbau investiert. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass das in der Regel nicht stimmt. Also Prenzlauer Berg ist hochsaniert worden, obwohl wir eine sehr, sehr strenge Mietobergrenzenregelung in den 90er Jahren hatten. Auch als die eingeführt wurde, gab es die Eigentümerverbände, die gekommen sind. Jetzt bricht die Sanierung zusammen, wenn ihr hier Mietobergrenzen macht. Man darf sich davon sozusagen nicht beirren lassen. Und man sollte sozusagen dieses Ziel, die Verwertungsmöglichkeiten tatsächlich einzugrenzen, im Auge behalten. Wir haben aber in der Berliner Politik ein relativ großes Paradox. Wir haben eine Reihe von Politiken, die aus meiner Sicht gut gemeint, aber
am Ziel vorbeigehen. Wir haben, jetzt kommt das Paradox nicht, doch, wir haben, wie ich eben gezeigt habe, ein großes Problem im Bestand, diskutieren aber den Neubau als Lösung. Können wir vielleicht dann hinterher nochmal vertiefen, was wir uns davon versprechen. Wir haben eine Mieterstadt Berlin, ja, 85% aller Haushalte sind Miethaushalte. Die Wohnungspolitik in Berlin wird überwiegend von Eigentümern bestimmt. Ja, da mag man sagen, so, das ist im Kapitalismus vielleicht auch ganz normal. Also wenn denen die Häuser gehören, dann dürfen die auch darüber entscheiden. Aber schon aus einer demokratiepolitischen oder aus einer demokratietheoretischen Perspektive ist das eigentlich ein ziemliches Unding. Ja, dass relativ wenige darüber entscheiden, wie relativ viele in unserer Gesellschaft wohnen müssen. Wir haben auch mit schönen Broschüren begleitet eine große öffentliche Förderung von neuen Baugruppen. Gleichzeitig wurden in dem Zeitraum Hausprojekte geräumt. Fragt man sich, also was macht die einen besser als die anderen? Also das sind so diese Paradoxe, die wir in Berlin beobachten. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Tourismusmarketing, haben bisher aber keine wirkliche Tourismuspolitik, also eine Politik, die sich Strategien überlegt, wie gehe ich mit dem Phänomen von 25.000 Übernachtungen eigentlich um, wie gehe ich damit um, wenn Touristen nach Berlin kommen, die gar kein Interesse an der Hochkultur haben, sondern einfach das Alltagsleben kennenlernen wollen. Da waren viele Bezirke nicht auf eingestellt und es gibt bis heute eigentlich keine wirklich übergreifende Strategie, die überlegt, wie man mit diesen Veränderungen tatsächlich umgeht. Wir legen in den wirtschaftlichen Debatten große Hoffnung auf die Kreativwirtschaft. Gleichzeitig haben wir Tausende von Künstlerinnen, also die von ihrer Arbeit nicht leben können, ja, haben und brauchen als Initiative, ist seit, glaube ich, 2 Jahren oder 1,5 Jahren organisiert und versucht, sozusagen für die prekäre Situation von Künstlerinnen etwas herauszuholen. Wir haben viele Programme und neue Instrumente zur Förderung der Partizipation, da wo sich die Bewohner dann tatsächlich auf den Weg machen, mitbestimmen wollen, endet es häufig in der Mitmachfalle oder haben wir ja auch gleich im Podium noch die Gäste, wenn genügend Unterschriften für ein Bürgerbegehren oder für ein Volksbegehren Hannover, Verhandlung und Welt zusammenkommen, dann sagen 2 Wochen später alle Parteien im Abgeordnetenhaus, die sind eigentlich für Neubau. Ja, das ist eine Situation, da muss man mit umgehen, das ist eine Situation, die zutiefst paradox ist. Ja? Wenn man die Leute einlädt, zu sagen, sie sollen mitbestimmen, dann kann man sich eigentlich nicht da hinwegsetzen. Wir haben eine öffentliche Inszenierung der Clubkultur in Berlin. Ja? Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch des Tourismusmarketings. Gleichzeitig ökonomisieren wir sozusagen all die Nischen in der Innenstadt, die bisher großen Teilen der Clubkultur das Überleben gesichert haben. Wir sind fasziniert vom Urban Gardening, da gibt es jetzt sogar dieses Shift City Buch, was die Beispiele bringt. Gleichzeitig reißen wir die Kleingärten ab, die es seit den 20er Jahren gibt. Also sozusagen Berlin ist eine Stadt voller Widersprüche und wenn man das versucht zusammenzudenken, ist es fast immer der Konflikt zwischen den Gebrauchswerten, die sich in der Stadt eigentlich durchsetzen, die wir brauchen, die einzelnen Menschen in der Stadt brauchen und Bewohnerinnen und der Immobilienverwertung. Das ist ein Konflikt, der eigentlich immer wieder auftaucht. Ja, es gibt niemanden in der Politik, der sagt, ich mag keine Kleingärten, ja, sondern es gibt irgendwie die Notwendigkeit oder die Eigentümer, die gesagt haben, man kann diese Grundstücke besser verwerten. Es gibt auch niemanden, der sagt, ich bin gegen die Clubkultur. Aber wenn Mediaspray die großen Häuser bauen, oder im Rahmen von Mediaspray große Häuser gebaut werden sollen, die für Millionenbeträge für die Grundstücke, also wo Millionenbeträge für die Grundstücke ausgegeben worden sind, dann gibt es sozusagen den Sachzwang des Faktischen oder des Ökonomischen. Also immer wieder kommen wir eigentlich in der Stadt in diesen Konflikt zwischen den Gebrauchswerten und der Immobilienverwertung. Wie sieht das praktisch aus? Ich nehme hier mal ein Beispiel aus der Wohnungspolitik. Wie entsteht eigentlich eine neue Wohnungspolitik? Also wie entsteht zum Beispiel ein Neubauprogramm in Berlin? Das ist in der Regel so, dass wir so eine Art Interessensblock haben, also die sogenannten Experten, die sich mit der Wohnungsfrage am besten auskennen. Das sind nicht die 85% der Mieterhaushalte in der Stadt, sondern das sind in der Regel ein paar bezahlte Forschungsinstitute, das sind die großen Verbände, meistens darf Herr Wild vom Mietervereinen mit an den Diskussionen teilnehmen. Und das heißt, diejenigen, die einen Großteil der Immobilien in Berlin besitzen oder über die Bauwirtschaft damit verflochten sind, die setzen sich zusammen und sprechen darüber, was das Problem des Wohnens in Berlin ist. Und dann entwickeln die daraus ein gemeinsames Geschäftsinteresse und sagen, eine Lösung wäre doch zum Beispiel, ja, eine Lösung ist dann nicht zu sagen, wir verzichten auf unsere Profite oder auf unsere Wirtschaftlichkeit, sondern die Lösung könnte der Neubau sein. Da haben nämlich alle von denen, die da zusammensitzen, haben was davon. Ja, das ist die Logik von
sozusagen kooperativen Prozessen, die wir uns im Kleinen häufig wünschen. Wenn viele zusammenkommen, dann versucht man, ein gemeinsames Interesse zu definieren. Und dieses gemeinsame Interesse kann dann zum Beispiel Neubau heißen oder kann in anderen Teilen sozusagen auch die Entwicklung eines Förderprogramms heißen. Ausgangspunkt von diesen Politiken ist aber immer, dass eigentlich diejenigen, die mitspielen sollen, vorher schon feststehen. Wohnen ist dann ein Geschäftsmodell. Was man braucht, weil es eine große öffentliche Angelegenheit ist, Harald Bodenschatz hat es in den 80er Jahren beschrieben, ist, dass man das, was man da tut, was eigentlich ein Geschäftsinteresse, dieses Interessensblock ist, dass man das verkauft als ein hegemoniales Projekt, dass man allen erzählt, das ist für die ganze Stadt gut, das ist für euch alle gut, es geht hier vielleicht auch um Steuergelder, die wir verbraten wollen. Und wir wollen es nicht einfach so über Köpfe hinwegsetzen oder unser eigenes Interesse durchsetzen, sondern wir tun das aus Gesamtverantwortung für die Stadt. Ja, wir wollen ganz viele Neubauten bauen, weil das die Mietenfrage in der Stadt löst. Ob das stimmt, da kann man dann nur die Studien von Empirica, die kommen immer zu dem Ergebnis, aber die kommen auch in Köln, in Hamburg, in Frankfurt, in München, wenn sie die Studien machen, immer zu dem Ergebnis. Und es wirkt so ein bisschen fantasielos, also dass der Neubau sozusagen immer die Lösung sein soll. Upside Town, ihr wolltet ja die Stadt sozusagen auf den Kopf stellen oder einmal umdrehen. Und ich glaube, dass man sozusagen dieses politische Dreieck eigentlich anders gestalten müsste und dass man auf der Basis eigentlich über sowas sprechen müsste, was ist eine Zukunftsvision für die Stadt, was wollen wir eigentlich? Ja? Eben haben wir gelernt, Politiken verkaufen uns am Ende das Produkt als den Willen von anderen, aber eigentlich müsste ein politischer Prozess so stattfinden, dass wir sagen, wir als Stadtgesellschaft definieren, in welche Richtung soll es gehen. Es sollte so eine Art Zukunftsvision sein in der Stadt von morgen. Daraus kann man gemeinsame Ziele ableiten. Ja? Wenn wir die solidarische Stadt der Freien und Gleichen wollen, wie müsste die Wohnungspolitik dafür aussehen? Was sind die Ziele, die man umsetzen will? Wenn man diese Ziele hat und diese Zukunftsvision, dann sucht man sich die Partner, die das am besten können. So, da werden jetzt wieder alle sagen, da Genossenschaften oder kleine Hausprojekte oder Mietshäuser-Syndikat, aber die haben ja auch gar keine Chance. Also wie sollen die sich denn durchsetzen gegen die großen Eigentümer? Die können das ja gar nicht bezahlen. Ja, man hat also Angst davor, dass man Investoren abschreckt. Aber vielleicht müsste das das Prinzip von Politik sein. Ja? Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, das ist schon fast 100 Jahre alt, aus dem Wien, das rote Wien. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Gab es ja eine sozialdemokratische und linkssozialdemokratische Regierung für etliche Jahre. Die haben das größte Gemeindewohnungsbauprogramm der Welt aufgesetzt auf der Basis einer Hauszinssteuer. Ja, die haben damals den Eigentümern nach Kriegszeit besondere ökonomische Verhältnisse sozusagen Geld dafür abgenommen, dass sie Wohneigentum besitzen. Und ich dachte ganz lange, das ist mal so ein klassisches sozialdemokratisches Umverteilungsprogramm. Man nimmt es den Reichen und verteilt es an die Armen. Prima. Es war aber viel tiefer gehen. Herr Zinganel, ein Architekt aus Österreich, hat es auch geschrieben, der sagt, das eigentlich, also verrät hier das eigentliche Geheimnis des Gemeindewohnungsbaus, der sagt, mit der progressiven Besteuerung von privatem Immobilienbesitz und durch die Aufrechterhaltung des Mieterschutzes gelangt es, das war ein Ziel, gelangt es der Stadtverwaltung, den privaten Wohnungsmarkt zum Erliegen zu bringen und als einziger Anbieter preisgünstig die freien Wohnungsgrundstücke aufzukaufen. So, wir müssen jetzt nicht den Wohnungsmarkt in Berlin zum Erliegen bringen, aber die Grundidee des Wiener Modells zu sagen, ich muss die Verwertungsmöglichkeiten einschränken, damit kann ich sozusagen die Glücksritter des Finanzkapitals, die nach Berlin kommen, abschrecken. Und erst wenn sozusagen aus den verminderten Ertragsmöglichkeiten, die ich in der Stadt biete, sich der Wohnungsmarkt wieder beruhigt, dann können andere, das muss ja dann nicht die Stadt als einziger Anbieter sein, sondern vielleicht haben wir Genossenschaften, vielleicht gibt es bis dahin eine neue Gemeinnützigkeit, die da eintreten kann. Aber das könnte so ein Modell sein, mit dem man tatsächlich Wohnungsfragen auf Dauer in Berlin auf den richtigen Weg bringt und dann sich auch wieder internationale Gäste einladen könnte, die staunen können, wie die Berliner das machen. Es gibt eine ganze Reihe von Protesten, die eigentlich diese Einschränkung der Ertragsmöglichkeiten sozusagen in kleinen Einzelinitiativen übernehmen, weil die Politik sich da bisher noch nicht so durchsetzen konnte. Also man versucht, Zwangsräumung zu verhindern. Die Initiative 100% Tempelhof stellt sozusagen an einem Neubauprojekt die Frage, wie stark die Verwertungsmöglichkeiten eigentlich die Interessen der Nachbarschaft oder vielleicht auch von größeren Teilen in der Stadt wie stark die im Konflikt stehen. Wir haben inzwischen Mietergruppen, hier sind es die überwiegend Rentnerinnen in der Palisadenstraße im sozialen Wohnungsbau, wo die Mieten gestiegen sind, die sich engagiert haben, die im Prinzip auf eigene Faust, als kleine Gruppen
jeweils versuchen, diese große Frage zu stellen, die eigentlich gesamtstädtisch diskutiert werden muss. Ja, ihr habt eure Baupläne ohne uns gemacht, das ist im Prinzip das Versprechen, unten steht Berlin bleibt Risikokapital. Ja, also das, was im roten Wien die Regierung gemacht hat, wird in Berlin sozusagen ja, kleinen marginalisierten Gruppen überlassen bisher, aber ich glaube, man kann eigentlich sich daran orientieren, wenn man eine soziale und solidarische Stadtentwicklung haben will. Erster Punkt für diese Repolitisierung müsste eigentlich so eine Auflösung der Immobilienverwertungskoalition sein, wie ich zum Anfang beschrieben habe. Also wir müssen als Stadtgesellschaft sehen, dass andere Träger die Alternativen diskutieren und durchführen können, überhaupt in die Lage versetzt werden, tatsächlich Akteure in der Stadtentwicklung zu werden. Ich glaube, ein zweiter Punkt, an dem die Berliner Politik seit vielen Jahren krankt, ist, dass wir sozusagen immer über einzelne Instrumente sprechen. Ja, wir haben die Zweckentfremdungsverbotsverordnung, wir diskutieren über Milieuschutzsatzung, wir überlegen, ob wir ein neues Förderprogramm hier und da aufsetzen. Vielleicht wird mal über die Erhöhung der Grunderwerbsteuer diskutiert. Und dann betrachtet man die einzelnen Instrumente und stellt dann immer fest, so richtig wirkungsvoll sind die gar nicht. Die können gar nicht wirkungsvoll sein, weil es ja nur Einzelinstrumente sind. Und das, was tatsächlich fehlt, ist so ein Gesamtkonzept, was sagt, da wollen wir hin und wir versuchen alle Instrumente, sowohl die, die auf der Landesebene als auch auf der kommunalen Ebene genutzt werden, auf eine bestimmte Richtung, also zum Beispiel die Einschränkung von Verwertungsmöglichkeiten, auszurichten. Ja, und dann werden sozusagen viele kleine Nadelstiche auch zu einem wirksamen Instrument. Ich glaube, dass wir zweitens für diese Depolitisierung der Stadt und auf dem Weg in so eine solidarische Stadt eine Priorisierung von gebrauchswerten Stadtqualitäten brauchen. Also wenn wir über Zukunft der Stadt sprechen, dann müssen wir nicht darüber reden, ob private Wohnungseigentümer oder Investoren hier Geld verdienen können, sondern letztendlich wird sich sozusagen die Stadt danach messen, wie sehr sie in der Lage ist, die Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu befriedigen. Da kommt eine große Rolle auf uns zu oder eine große Aufgabe auf uns zu, dass wir unter den Armutssituationen, die wir in der Stadt haben, die Benachteiligten in allen möglichen Fragen, also nicht nur in der Wohnungsfrage, sondern Verkehr, Zugang zu Kultur, zu Bildung, sozusagen, die müssen protegiert werden. Also das heißt, also überall da, wo der Markt eine Ungleichheit produziert, ist eigentlich die Stadt aufgefordert, diese Ungleichheit wieder auszugleichen und entgegenzusteuern. Ja? Und das, also all diejenigen, die ökonomisch marginalisiert sind, die haben es sowieso schon schwer genug im Leben. Also das ist auch, wenn du einen guten Zugang zu einer geförderten Sozialwohnung hast oder wenn du auf eine gute Schule kommen kannst, ist sozusagen das Leben kein Zuckerschlecken. Aber im Moment verstärken wir mit ganz, ganz vielen, in ganz vielen Bereichen die ökonomische Benachteiligung sozusagen auch noch in andere Lebensbereiche. Ich glaube, dass Berlin gut daran tut, das ist in den letzten 20 Jahren im Prinzip das ungewollte Politikmuster gewesen, dass in vielen Freiräumen und Nischen Innovationen entstanden sind. Ja? Sowohl in den Hausprojekten, wenn wir die Clubkultur angucken, teilweise in der Kulturszene. Das waren letztendlich alles Innovationen, die nur entstehen konnte, weil dort keine Verwertung gab, weil die Verwertung einen großen Bogen um Berlin gemacht hat lange Zeit. Das ist aus dieser ökonomischen Perspektive sicher schmerzhaft und die IHK wird es nicht schön finden, dass das so ist, aber als ein Innovationsmoment ist die Abwesenheit von Verwertungsdruck eine wesentliche Voraussetzung. Und wir stehen vor der Herausforderung, dass wir die zum Anfang beschriebene Fragmentierung, diese Vervielfältigung von Berlin, dass wir damit umgehen müssen. Also ich habe jetzt sehr von dieser gemeinsamen Perspektive von Stadtpolitik gesprochen. Die stellt sich nicht so einfach her, die wird sich auch nicht auf einem Kongress der Jusos hier herstellen, sondern, das habt ihr auch zum Anfang schon geschrieben, wir sind in einer Situation, wo es unglaublich vielfältige, unverbundene Lebenswelten gibt. Ja? Und die zusammenzubringen, das ist die Herausforderung, vor der die Stadtgesellschaft steht. Das ist nicht so sehr eine politische Aufgabe. Und ich glaube, dass wir dazu kommen müssen, dass aus dieser Fragmentierung etwas Neues, Gemeinsames entsteht. Das ist das, was wir als Stadtgesellschaft auf den Weg bringen müssen. Und ein Beispiel, wo dieses Gemeinsame entsteht, ist meines Erachtens als Mikroprozess in diesen Hausgemeinschaften zu beobachten. Das wisst ihr vielleicht alle, wenn ihr jetzt nicht in irgendeinem Hausprojekt wohnt, Nachbarn, die in deinem Wohnhaus mitwohnen, das ist ungefähr das Einzigste in deinen Lebensbereichen, was du dir nicht wirklich selber aussuchst. Ja, also ich kann mir meine Freunde aussuchen, ich kann mir meinen Fußballverein aussuchen, ich kann mir die Leute aussuchen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Wenn ich sozusagen freigestaltbare Arbeitsmöglichkeiten habe, ich
kann mir in der Regel nicht aussuchen, wer meine Nachbarn sind. Die sind ganz verschieden, die sind unterschiedlich alt, die haben unterschiedlichen Bildungsstand, die haben unterschiedliche Interessen. Und eigentlich ist es ein soziologisches Wunder, dass wir in diesen 85 Hausgemeinschaften, von denen ich gesprochen habe, das Artikulieren von gemeinsamen Interessen finden. Ja, das ist anders als in jeder Initiative, wo ich sage, ich bin gegen die Bebauung in Tempelhof und alle, die mitmachen wollen, kommen zu mir. Ja, das ist sozusagen eine Gemeinschaft von denen, die etwas Gemeinsames wollen. Hausgemeinschaften, die müssen das Gemeinsame erst finden und artikulieren. Und das ist aus meiner Perspektive das Modell, wie Stadt funktioniert. Und deshalb sollte man ganz viel von diesen Hausgemeinschaften lernen und überlegen, wie schaffen die das eigentlich trotz ihrer Unterschiedlichkeit, trotz gegensätzlicher Interessen. Da sind Hausgemeinschaften, da sagt die eine Hälfte, ich wünsche mir aber, dass es hier ein neues Bad gibt. Und die andere Hälfte sagt, ich kann es mir aber nicht leisten. Ja, also die klassischen Widersprüche des Alltags. Und trotzdem finden die eine gemeinsame Sprache und überlegen, wie man das regeln kann. Und wenn wir uns das anschauen, dann würde ich sagen, die Stadt von morgen ist schon da. Und wir sollten sie so weit stärken, dass sie tatsächlich stadtprägend wird.